So, ja. Unsere neue Truppe, Drunios Milario Toshi. Ja. Ja. 28 Stufe 1, das heißt erstmal, wir müssen leveln. Was anderes bringt uns nichts. Oh man, jetzt muss ich bis 33 leveln, ey. Oh. Wir fangen jetzt hier an und ja, das heißt jetzt erstmal, das dauert jetzt wieder. Das werde ich dann alles offscreen machen. Das Problem ist, ich muss sie ja so oder so jetzt als Kämpferin noch in den ganzen Konzentration und so machen. Okay, kämpfen. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Wir können Prügelknabe, Zaubermann, fangen wir mal an. Wir können Drachenhieb, Metallhieb machen. Konzentration und alles andere. Wir können jetzt halt Schwerter attackieren. Smila kann Magie, Flatterpfeil, Nadelschuss. Kann auch Konzentration, das habe ich schon gemacht. Das heißt, nur noch Toshi muss ich auch mit Konzentration ausstatten. Gucken wir mal. Ein Pfeil, der einen Feind auffällige Magie macht. Okay, machen wir das. Moment, erstmal. Taktiken. Befehle befolgen fürs Erste. Also, Zauber. Ich habe keine Zauber mehr. Ich habe Drachenhieb. Ich habe Prügelknabe, Zauberbann, Kriegsschrei, Konzentration, Feuerung. Okay, genau. Okay, Drachenhieb. Du hast Abschirmung, Ding Dong, Multiheilung, neue Chance, Mittelheilung hast du schon mal. Multiabschirmung, okay. Oder was? Ja, also das, was wir kennen, nur dass sie eine andere Waffe getragen hat. Über Kreuzwurf hat sie auch, warum auch immer. Ich habe da, glaube ich, einen Fehler gemacht. Aber gut, wir machen erstmal Magie, Magnet, Zauber. Kennt keine Zauber. Was haben wir? Propeller, Boxenöffner, Aufkratzer. Ich glaube, ja, er war Konzentration. Derjenige mit den Krallen, mit den Faustwaffen. Und Toshi hat natürlich Fauch. Ja. Was soll ich dazu sagen? Das heißt erstmal Training, 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 Training. Es tut mir leid, aber so ist das jetzt nun mal. Deswegen machen wir Folgendes. Taktik. Smila ist unsere Heilerin. Ryo ist gnadenlos und Toshi ebenso. Und ich greife genauso an. Neue Sachen hier, ey. Neue Leute. Ja, Magma-Stab. Gut, dass sie den Magma-Stab hat. Crit. Stufe 2 verbessert sich. Fata Morgana. Hat sie sich gerade um 2 Stufen erhöht? Habe ich jetzt richtig gesehen? Jo. Diesmal kurz auf Level 3 aufgestiegen. Auch nicht schlecht. Stufe 3. Ja. Toshi und die andere Person, die muss ich dann auskriegen, leveln. Falls, wie gesagt, Interesse da ist, kann das gerne in den, können wir das gerne als Livestream-Projekt machen. Zeige ich euch mal, wie ich das Ganze anstelle. Aber eigentlich Offscreen-Training finde ich schon, sollte Offscreen sein, weil hier kann ich wenigstens speeden und ja. Also sowas machen.
Weil da ist natürlich die Regel außer Kraft, wenn derjenige stirbt, ist ja logisch. Jetzt haben wir jetzt nicht wirklich einen Tank, ne? Nicht mehr. Lernt Multibeschleunigung. Heilkraut. Yeah. Vielleicht wird diese Folge auch ein bisschen kürzer. Wir können ja gleich mal nochmal in Alchemiekessel gucken, weil, naja, was anderes fällt mir nicht ein. Weil ich sehe gerade, dass wir jetzt hier auch noch Batzen pünktliche Erde holen können. Dann kann ich mal gucken, was ich schon mal an Rüstung craften kann. Ruft Unterstützung. So, wie sieht's hier aus, Brandfinger? Da muss ich wieder so auch nochmal schauen, dass ich Geld zusammenfarme und die neueste Rüstung für jeden kaufe. Neuesten Waffen und blabiblub. Kennt das Prozedere? Oder ich kann welche craften. Gucken wir mal. So, die ersten Talentpunkte. Toshi, Zauberstab, Schild, Peitsche. Sollen wir mal ein Peitschenzauberer machen? Wir hatten Messer, wir hatten Zauberstab. Peitsche hatten wir noch nicht. Vielleicht sollte ich das mal machen. Peitsche. Das Problem ist, Tosch hat mir jetzt nichts geschrieben, also darf ich, glaube ich, selber entscheiden. Ich würde sagen, da wir bis jetzt noch keine Peitsche gesehen haben, Zwillingsdrache ist auf jeden Fall richtig geil. Kennen wir nämlich aus Dragon Quest 8 bei Jessica. Ne? Peitsche, wenn man eine Peitsche auswählt, ist heftig. Ein Zauberer mit Peitsche war Jessica auch. Also warum denn nicht? Wir haben eine Frau, peitscht alle Gegner aus. Würde ich so sagen. Wenn derjenige natürlich was dagegen hat, dann muss ich das natürlich rückgängig machen. Deswegen will ich jetzt, ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ein Level will ich aber noch mit meiner Drohne machen. Ich möchte gerne auch mal wissen, was der Talentbaum so zu bieten hat. Ich denke mal, ich gehe da wahrscheinlich auf Schwerter, weil ich sogar so Schwerter geskillt habe. Dann kann ich da weitermachen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir schon mal eine Peitsche erstellen können. Wahrscheinlich. Peitsche haben wir ja, habe ich ja so nicht. Schwächung. Auch nicht schlecht. So, was haben wir denn? Ja, genau. Schwerter, Zauberstab habe ich auch. Okay. Kraft. Feuerkraft, Forstkraft, Windkraft, Todeskraft, Lebenskraft. Jetzt ist halt die Frage nur, was bedeutet das? So. Mehr Crit. Und dann gehen wir mal auf Kraft. Mal gucken, was das ist. Hat eine höhere Chance auf kritische Treffer, wenn sie ein Schwert ausgerüstet hat. Klasse 4. Okay, Schatztruhe, Heilkraut. So, den Rest mache ich dann. Verschwinden. Ach, ist ja lustig. Steinsbruch. Hält das immer noch an? Tatsache.
Wir sind unsichtbar, wir sind gar nicht da. Ja, die Wirkung ist verschwunden. Hätte mich auch gewundert. Gut, Alchemiekessel. Wir wollen anfangen. Verwenden ein Rezept. Wir haben Rüstung. Schauen wir mal. Füße, was haben wir denn da? Können wir irgendwas erstellen? Sirenensandalen. Schutzrubin. Clocks. Die kann man alle kaufen, ne? Das könnte ich. Gigastall Sabatos, aber. Er kann das. Kann. Okay, könnte ich rein deutlich anziehen. Das ist schwer jetzt. Zu wissen, was ich so alles herstellen kann. Drachenhose, Grobienhose brauche ich dafür. Mhm. Lederhandschuhe, ich weiß nicht, ob die gut sind. Robuste Handschuhe. Kann jeder anziehen. Geschick. Abwehr 16. Ich glaube, das sind, die sind nicht gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt jede Menge Torsos. Verzauberte Robe. Da brauche ich die Zauberrobe. Habe ich alles nicht. Verzauberte Rüstung. Rubin der Rage habe ich. Aber einen Drachenpanzer haben wir aber auch schon. Magisches Tierhorn. Stachelrüstung. Ich könnte so einiges herstellen. Glibberrand können wir nochmal herstellen, aber bringt uns alles gar nichts. Robe der Ruhe. Ja. Superstar Smoking. Das Einzige, was mir jetzt hier spontan einfällt, mein Gott, hier, verzauberte Rüstung. Könnten wir mal machen. Vielleicht können wir damit jemanden noch ausstatten. Kopf. Stahlhelm, Gigastahlhelm, Platin. Bullenhelm. Minotaurus, ja, das wäre mal was. Mithril, da brauche ich ein Platin. Sonnenkrone. Pelz mit sich. Ich glaube nicht, dass das es bringt. Federkappe. Abwehr 7. Das ist ja gar nichts. Zauberhut. Schilde, aber nicht jeder kann ein Schild tragen. Schild haben wir schon mal herstellt. Ätherisches Schild. Abwehr 23. Platin-Schild. Was ist hier momentan das Beste? 34, 33. Das hier. Natürlich kann ich es nicht herstellen. Na egal, Waffen, so, wir müssen erstmal gucken, wir haben neu, wir haben Bögen,
Wir haben den Jägerbogen an. Kann mit dem Jägerbogen nichts mehr machen. Okay, dann haben wir Peitschen. Ich kann keine Peitsche herstellen. Lederpeitsche. Eisenpeitsche. Müsste ich erstmal gucken. Muss ich mal gucken. Ah, warte mal, Brandklinge. Aurora-Klinge. Platinschwert. Nehmen wir mal die Aurora. Und das Platinschwert muss ich da so auch nochmal herstellen. Ja, und damit sind die... damit habe ich auf jeden Fall die Folge irgendwie rumgekriegt. Nein. Das Platinschwert. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt Schwert, Bogen, Kampffaust, Kampffaust, Klauen. Irgendwas Gutes. Handbohrer. Schade. Schade. Konnte nichts herstellen. Aber ein neues Schwert sollte jetzt eigentlich besser sein, genau. Was haben wir noch erstellt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ein Kopfschutz? Nee. Leichte Handschuhe sind besser als die Kampf am Schirm. Ich habe eine Waffe erstellt, kann das sein? Bin mir gerade unsicher. Habe ich mir gerade eine Waffe erstellt? Vergessen, meine Güte. Eine Peitsche müssen wir jetzt noch für sie finden. Ach, sie ist weg. Oh! Waffen. Peitschen. Lederpeitsche, Schlangenpeitsche. Okay. Das habe ich alles soweit. Das habe ich alles soweit. Der Python fällt mir das toughes Tattoo. Eisenpeitsche. Drachenpeitsche, warte mal. Die ist trotzdem am besten. Ne, die ist am besten. Okay, Eisenpeitsche, dann Gigastachelpeitsche. Eisenpeitsche, Eisenpeitsche. Könnte vielleicht hier am Anfang direkt schon sein. Wenn ja, dann kaufen wir uns die Eisenpeitsche und erstellen mal eben kurz eine gute Peitsche. Lederdornenpeitsche. Mit der Lederpeitsche konnten wir auch noch was machen. Oh, das muss ich eben schnell gucken. Rezepte. Nein, das war das Falsche. Wir sind nicht mehr bei Dragon Quest 8, wir sind in Dragon Quest 9. Es ist nicht einfach. Eisenpeitsche, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, wo Eisenpeitsche kaufbar ist. Das ist ein bisschen doof. Gibt es hier keine Ladenübersicht? Ah, hier. Okay, Moment. Wir haben es gleich. Wir haben keine Eisenpeitsche. Keine Eisenpeitsche. Okay, muss man die in Alchemie herstellen oder kann man die herstellen? Ne, hört sich nicht an. Hört sich da nicht danach an. Ob das vielleicht ein Monster oder sowas? Vielleicht. Auch nicht. Ja, das sieht dann nicht gut aus. Wie kriege ich eine Eisenpeitsche her? Naja, werde ich mal schauen. Das war doch eine Eisenpeitsche, oder habe ich mich verlesen oder verschrieben? Waffen. Peitschen. Eisenpeitsche. Werde ich mal mich schlau machen und wird dann das dann natürlich herstellen. Aber nun war's das mit Dragonquest 9 Hüte des Himmels. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Es ist wieder traurig, dass 3 Leute wieder gestorben sind. Es werden immer mehr und ja, neues Team Smila, Rio, Toshi. Ich habe die Befürchtung, dass wir bei den Hauptmann Grunds echte Probleme bekommen werden, weil der Kritz raushaut. Vielleicht kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Und das wäre echt doof. Das wäre echt doof. Naja, ich werde die anderen mal mit, also Toshi werde ich noch und die andere neue Doris werde ich mit mit Konzentration ausstatten und natürlich mit dem Skillweg, den er mir gegeben hat, werde ich dann mal das machen und sie alle dann auf 33 bringen. 34, vielleicht trainiere sogar noch höher. Wir haben ja gesehen, der war ja schon ziemlich stark. Mal schauen. Wahrscheinlich werde ich dann noch ein bisschen höher trainieren. Also brauche ich jetzt unheimlich sehr viel Offscreen-Training. Wie gesagt, Livestreams per Quests oder andere Sachen könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen und dann warte ich noch damit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.